freue ich mich. Ach ne, ein Kiefer-Luxation. Ist komplett neu hier, oder? Aber ich habe bisher noch nicht gesehen, dass jemand diese Verletzung hier hatte. Eine Kieferluxation. Luxation. Ist ja ein Wort genau wie für mich gemacht, ne? Da ist er, der Willi. Ist er direkt in der ersten? Ja. Willi Hansen. Aber ich denke, bei knapp 2-3 Wochen, die er maximal ausfällt, werden die jetzt nicht das Angebot zurücknehmen, ne? Nicht zu fassen. Never ending Cholak Story. Jo, also Hüsse sind schon fertig in Sachen Spielpraxis. Sehr gut. Prellung 2 Tage ist in Ordnung. Kriegt man schnell wieder weg. Und keine Angebote für Jude. Ist doch blöd. Das ist doch blöd, oder? Zwei Testspiele. Dann fängt es langsam auch wieder mal an hier. Auch wenn mal so eine Vorbereitung Spaß macht, ne? Mir macht das schon immer sehr Spaß, klar. Die manchmal so langsam wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Hier und da ein paar Spiele zu kaufen, zu verkaufen, zu verhandeln. Aber ist auch irgendwann ein bisschen langweilig für euch, ne? Nicht? Nicht. Das wäre ganz gut, ne? 60 Millionen. Sehr gerne. Oh. Reni Petras. Ah ja, der stimmt.
Joker, nee. Aber vielleicht könnte man ja trotzdem irgendwie ausleihen die dritte Liga, so als Stammspieler. Sollte doch möglich sein. Nee, sorry, Hertha. Also, dass ihr für euren Keeper so viel wollt, kann ich verstehen, aber das immer ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Rotation, Rotation. Nee, dritte Liga. In der dritten Liga sollte der doch schon Stammspieler sein können, oder? Oder vielleicht bei einem Abstiegskandidaten aus der zweiten, wie auch immer. Moin, Pet-Oldi. Ach, der Paddy, auch mal wieder da. Hallöchen, Paddy. Wie geht's denn so? Schön, dich mal wieder zu sehen. Und Paruzzi auch dabei. Paddy. Paddyline. 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 Was machst du ja beim nächsten Multiplayer mit? Oh, uns. Werden wir auch wahrscheinlich gegen Dezember starten. Ist noch eine Anfrage, okay. 49,5 Millionen, das sinkt ja gerade mal wunderprächtig. Martin ist schon auch fertig in Sachen Spielpraxis. Jetzt ist mal so komisch, wenn ich das sage, er ist fertig. Okay. Wie machen wir aus? Ja, genau. Willi Hansen sollte auch vielleicht mal die Spielerrolle lernen. Flügelverteidiger angreifen. Ganz wichtig mal bei uns. Zack. Klar, gibt noch einige Sachen, die man lernen kann. Allen voran die Schnelligkeit können wir noch erhöhen, vielleicht auf 15 Schnelligkeit. Ein Antritt dann 14, 15 wäre natürlich super. Komm, tu mir einfach mal einen, der. Ja, du kannst hier in die Mitte, ne? Ist nur ein Testspiel. Und mit 1,80 bist du auch in Ordnung. Von der Körpergröße her. So, mit Felix und Jude hoffe ich, dass wir noch so 80, 90 Minuten einspielen können, einnehmen können. Wie es ausschaut, noch immer kein Angebot. Zum Abschluss dann das Top-Spiel, ne, Top-Testspiel gegen Olympique de Marseille aus der Ligue 1. Eines der Top-Teams, schön bei uns zu Hause und danach der DFL Supercup, wie in der Realität kann man sagen, ne. Kevinho, moin. Moin Meister, wie geht's? Altes Haus. Moin Moin auch an Stevie, Stevie Line. Auch alles fit. Freue mich schon gleich aufs Spiel im Supercup und streame jetzt noch ein bisschen. Bis dahin.
Ja, guckst du auch? Sehr schön. Direkt mal eine englische Woche. Eben. Ja, und wenn Norden spielt, muss man nachgucken, ne? Ivan Todd. Ja, wobei, dich kann ich auch verkaufen, ehrlich zu sein, ne? Machen wir mal hier ein Angebot, vielleicht ein Millionchen. Geht vielleicht eine Mio. Endlich. Ach komm, dafür kann man doch mal hier klatschen. Endlich. Ich wusste es. Ich hatte es einfach im Angebot. Im Urinchen. Ich wusste, dass Felix Passack ein Angebot ablehnen wird. Oh, die Würzburger Kickers in der ersten Runde. Direkt ein Zweitligist. Das ist auch schon mal sehr interessant. Esteves wird im Net verkauft, das ist klar. Ich hoffe, dass die noch weggehen hier. Bisschen mehr sollte schon drin sein, oder? Nehme ich auch. Inter Mailand will Ivan Todd. Auch schon 24 Länderspieler. Komm schon, Felix, jetzt bitte annehmen. Darfst du in Deutschland bleiben? Vielleicht willst du ja das, ne? Vielleicht willst du ja nicht international sein. Kannst du doch jetzt mal sagen, ja, nehme ich. Ja, nehme ich, ne? So. Sind schon fett. Fett. Spielfett. Ach, der Hansen, der ist schon mal fett. Ja. Genau. Genau das wollte ich sagen. Erstmal schon beleidigen den Hansen, den Neuzugang. Bist fett. Okay. Super. Shoot nochmal als links außen. Nun Laien. Das war ein großes Minus, ne? Aber wie gesagt, hoffen wir noch so auf vielleicht 80 Millionen, wie wir Paslak und Bellingham kriegen. Paslak haben wir jetzt, glaube ich, angenommen, irgendwie um die 30,5 Millionen. Ist zwar auch unter Marktwert, aber das macht nichts. 4 bis 5 Wochen. Shoot auch. 2-0 gewonnen, Moriba und Hamza 39 seinen einzigen Schuss des Gegners. Das ist doch schon mal ganz gut. So, 2 Tage noch bis zum Bayern-Spiel. Und ich würde mal sagen, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war es dann von der heutigen Episode. Ich habe jetzt die ganze Vorbereitung mal in einen Ruck aufgenommen und in einzelnen Episoden dann geschnitten. Aber habt ihr dann ja bestimmt schon gesehen. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder um 13 Uhr mit dem ersten Pflichtspiel endlich. Also, ich bin ja gespannt. Bis dann.